Hallo Leute, ich habe hier eine Bohle stehen, die für normale Arbeiten nicht mehr so ideal geeignet ist, weil die sehr viele Haarrisse hat. Das bedeutet, wenn man daraus Schubladen, Seitenteile herstellen möchte, ist es nicht so ideal, weil wir halt eben diese feinen Haarrisse haben und auch teilweise größere Risse. Das ist jetzt ein Teil vom Holz, der sehr lange draußen gelegen hat. Oben das erste Brett, das heißt, dieses Stück Holz war der Witterung eine längere Zeit ausgesetzt, weswegen das halt eben jetzt zu verkraut ist. Für alle normalen Arbeiten ist dieses Holz hier nicht mehr geeignet, aber das Holz hier besticht halt eben einfach durch sein Holz. Das Holz sieht richtig geil aus, weil es halt eben so lange draußen liegt. Das bekommt man normalerweise gar nicht. Deswegen, wenn ihr sowas auch haben möchtet, schaut unten mal in die Videobeschreibung. Da verlinke ich euch mal den Philipp bzw. dessen Webseite. Und da könnt ihr dann Kontakt mit ihm aufnehmen und kommt auch an so ein Holz ran. Denn genau aus diesem Stück Holz will ich was richtig Schickes bauen. Hier werden dann die Kurse stattfinden. Die werden stattfinden, wenn die neue Absauganlage hier ist, damit alle meine Teilnehmer halt eben in einem staubarmen bzw. staubfreien Raum drechseln können. Aber das bedeutet, ich habe hier Kundenverkehr und ich will es denen wirklich so schön wie möglich hier machen. Deswegen will ich auch so ein bisschen schauen, dass das hier geil aussieht. Aus dem Grund habe ich mir überlegt, da hinten ist der Eingang hier in den Holzbereich, in den Hauptholzbereich, will ich dieses Teil irgendwie als geilen Eyecatcher über diesen Eingangsbereich setzen, damit man weiß, hey, hier geht es jetzt gleich mit Massivholz los. By the way, wenn du Lust auf einen Drechselkurs hast, wenn dieses Video hier rauskommt, sollten die ersten Kurstermine stehen. Ich weiß es nicht genau, aber hoffentlich wird es so sein. Wie immer werde ich bei dem heutigen Projekt auch ein paar neue Dinge ausprobieren. Die werde ich euch dann gleich so ein bisschen erklären, was ich mir dabei gedacht habe. Aber als erstes werden wir dieses Teil jetzt einfach mal in der Mitte halbieren, damit es nicht so wuchtig ist. Mache ich eigentlich nur aus dem Grund, damit es durch meinen Breitbandschleifer passt, weil ich nicht so langen Verfahrweg vor und hinter dem Breitbandschleifer habe und das Teil sowieso zersägt wird. Eine Herausforderung heute bei diesem Projekt wird nämlich auch sein, dass wir diese Bohle, die Waldkante will ich erhalten, diese Bohle können wir nicht einfach hier an den Längsanschlag legen, um dann 90 Grad Schnitte zu einer Bezugslinie zu unserem Brett zu machen. Da müssen wir uns ein bisschen was überlegen. Ich habe da schon was in Gedanken, das will ich euch heute zeigen, könnt ihr vielleicht auch für euer Projekt anwenden. Alter, ich fange mit irgendwas hier kaputt gegangen. Zwei Dinge kann man jetzt hier relativ gut erkennen. Also das Holz sieht richtig geil aus. Schaut euch das mal an. Das ist eine schön gestockte Oberfläche. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Und gerade für solche optischen Dinge ist das ideal. Die nächste Sache, die wir aber auch schon vielleicht so ein bisschen gehört haben, ist, dass die Hobelmaschine sich ein bisschen komisch anhört. Das hat daran gelegen, dass wir ein sehr, sehr flexibles Brett haben. Das bedeutet, gerade da hinten an dem Stück, ich komme mal näher. Hier an dieser Stelle sieht man, da ist das Brett gebrochen und das können wir so ein bisschen biegen. Deswegen hat die Maschine, die Hobelmaschine, ein bisschen mehr Musik gemacht dieses Mal. Und das ist mit so einem Grund, warum dieses Holz in seiner reinen Form nicht mehr so ideal geeignet ist für alle Einsatzzwecke. Da hätten wir sehr viel Verschnitt, wenn wir das rausschneiden würden. Ich habe richtig Lust, den Breitbandschleifer zu benutzen. Deswegen werden wir jetzt erstmal die Teile hier mal probieren, mit dem Breitband und 120er Körnung zu schleifen. Okay, das war eine ziemlich dumme Idee. Dadurch, dass die Bretter so gewölbt sind und die Maschine auf Zehntel funktioniert, hat dieses Gehäuse ein bisschen hochgedrückt. Der Endschalter ging aus, beziehungsweise er wurde berührt und deswegen hat die Maschine gestoppt und dann ist das Holz noch klemmen geblieben. Jetzt haben wir so eine Kante. Also nichts gut. Oh, oh. Hier haben wir jetzt eine Delle. Keine schöne Delle. Die werden wir aber einfach wieder weghobeln, dann ist das weg. Dann werden wir das einfach mit dem Exzenter schleifen. Also eigentlich ist die Bohle ja so gewachsen. Ich würde es aber ganz gerne etwas gerader gestalten. Ich glaube, das fällt auch gar nicht so wirklich auf, wenn wir das später fertig bearbeitet haben. Und es macht es so ein bisschen einfacher, das zu verarbeiten, weil wir brauchen ja hier so eine Referenzkante, damit wir es gleich auftrennen können. Weil ich will das ein bisschen zerteilen, das seht ihr gleich, wie es dann aussieht. Aber als erstes muss ich mal hier so ein bisschen die Richtung vorgeben. Und ich denke, so wäre es doch auch ganz cool, ne? Das bedeutet, als nächstes brauchen wir irgendwie ein Material als Unterlage, was wir später kleinschneiden und wegwerfen können, weil das werden wir mit kleinschneiden. Wir müssen uns also als nächstes eine Referenzkante schaffen und ich werde jetzt einfach mal hier die Alulatte auflegen und ich denke mal, wenn das hier unsere Flucht ist, dann könnte das schon mal ganz cool aussehen. Das bedeutet für uns, wir brauchen jetzt ein Verbrauchsstück, also ein Stück MDF, das ist günstig, was den Quadratmeterpreis angeht und dann müssen wir das hier oben anhand von dieser Referenzkante irgendwie festmachen,
damit wir das an unseren Anschlag anlegen können. Machen wir jetzt erstmal hier eine Linie. Da hinten machen wir auch eine Linie. Jetzt müssen wir noch ausmessen, wie breit das Holzstück sein muss, damit es halt auch eben am Anschlag anliegt, weil wir wollen ja nicht, dass das Holz hier an der höchsten Stelle gar nicht an den Anschlag kommt. Das bedeutet, wir machen es 9,5 cm breit. Let's go! Hoho, 9,5 cm breit. Ich werde jetzt hier, um das Ganze zu befestigen, doppelseitiges Klebeband benutzen. Einfach nur aus dem Grund, weil das etwas besser halten sollte als dieser Sekundenklebertrick, weil ich habe das jetzt ein paar Mal ausprobiert. Ich bin davon noch nicht so überzeugt, muss ich sagen. Der Plan ist jetzt, dass ich das Ganze perfekt unperfekt machen möchte. Was bedeutet das? Ich will das Ganze irgendwie, also das Unperfekte von dem Holz will ich aber perfekt verarbeiten. Das bedeutet, ich will saubere Schnitte, ich will saubere Abstände und das Ganze soll nicht gleich sein. Ich will jetzt nicht hier alles in 5 cm Abschnitten zerschneiden. Da werde ich jetzt einfach mal so ein bisschen diese herben Kaputtstellen, die werde ich jetzt rausschneiden. Ich hoffe, man weiß, was ich damit meine. Das bedeutet, das soll hier mal abgeschnitten werden. Und ich glaube, wenn wir da so ein ungleichmäßiges Muster hätten, das könnte halt eben ganz cool aussehen. Jetzt schneiden wir das so auf. Ich denke, wir müssen uns die einzelnen Teile nicht markieren, weil die Teile können nur an einer Stelle richtig sitzen. Deswegen werden wir jetzt mal schauen, ob wir das Ganze gut geschnitten bekommen. Nach diesem Prozess haben wir jetzt hier ganz viele kurzgeschnittene Teile und das ist auch der Vorteil von dem heutigen Projekt. Es ist nicht so schlimm, wenn das Holz krumm und krattelig ist, weil wir das so klein schneiden, dass wir diese Krümmung normalerweise mit Schrauben beiziehen müssten. Beiziehen können müssten. So, jetzt werde ich überall mal diese ganzen Behelfsstücke entfernen und werde alles mal so hinlegen, damit ich mal sehe, wie das fertige Teil wirken könnte. Die Optik finde ich so schon mal relativ cool. Was aber viel ausmacht, ist tatsächlich, wenn wir diese ganzen Schnittkanten jetzt so fein mit 180er Schleifpapier schleifen, da werde ich euch jetzt mal einen Vorher-Nachher-Effekt zeigen, wie das so kommt. Wir sehen hier eine kleine Lücke, die habe ich mal bewusst hingelegt, weil ich werde die später doch gleichmäßig zwischen jedem Teil versetzen. Ich denke, das sollte dann nämlich noch mal ein bisschen cooler aussehen. Aber hier schauen wir uns erstmal an, das sind die Sägeschnitte und da werden wir jetzt mal dieses Teil schleifen. Jetzt setze ich das Ganze hier mal wieder ein. Richtig rum wäre natürlich besser. Und das ist so eine Kleinigkeit, das sieht direkt ein gutes Stück feiner aus, weil wir hier nicht mehr diese scharfen Kanten haben. Das werde ich jetzt überall machen. Direkt nach dem Schleifen habe ich jetzt alle Teile einmal gedreht, damit ich auf die Rückseite dieses Massivholzteil schrauben kann, denn das hier wird der Halter zwischen den einzelnen Segmenten jetzt sein. Ich wollte eigentlich MDF nutzen, habe aber in meinem Resteregal noch hier dieses Brett gesehen oder gefunden. Das ist lang genug, damit ich halt eben nichts zerstückeln muss und da ist das hier ein bisschen einfacher, um das Ganze zu montieren. Als nächstes will ich aber noch mich erst um das Distanzstück hier kümmern, denn ich bin gerade so ein bisschen am Schauen, welche Lücke hier im Zwischenteil mir gut gefällt. Da werde ich einfach mal so ein paar Teile zurechtlegen, werde das ausmelden und schneide mir aus diesem Teil hier einfach eine Leiste, die ich dann immer dazwischen lege. Nichts Abgefahrenes. Einfach und simpel. Würde ich sagen, 6 mm sind gut. Ich nehme jetzt hier meinen Abstandshalter, lege den dazwischen und ich achte jetzt einfach ein bisschen drauf, dass die Kanten, dass die einigermaßen übereinstimmen. So. Es ist gebrochen. Nein!
Das hier sieht noch ein bisschen blöd aus. Das Holz ist ja rissig und deswegen hat es sich hier ein bisschen verbogen. Und das hier will ich jetzt einmal richten. Das bedeutet, hier unten drunter packe ich jetzt einfach ein Stück MDF. Da habe ich ein bisschen Holzleim drauf. MDF klebt ja wirklich richtig gut mit Holzleim. Das heißt, das sollte ausreichen, wenn das jetzt hier einfach drunter kommt. Und dann kann ich das einfach in Ruhe trocknen lassen. Jetzt kommt der geilste Teil. Ich habe jetzt schon mal so ein bisschen geschaut, wie es aussieht, wie das Holz kommt, wenn man es ölt. Und das sieht richtig, richtig teuer aus. Mann, sieht das geil aus. Natürlich will ich euch das nicht vorenthalten. Ich werde es euch jetzt im Detail zeigen. Und für diejenigen, die sich fragen, Philipp, welches Öl benutzt du denn da? Das Öl, was ich hier benutze, ist das Gondorholz eigene Schneidebrettöl. Gerade in diesen großen Flaschen war es jetzt lange ausverkauft, weil es war ein bisschen schwierig, an die Flaschen ranzukommen, weil die hatten eine sehr, sehr lange Lieferzeit. Wenn dieses Video hier online ist, wird es auch sehr wahrscheinlich diese großen Flaschen hier wieder geben. Das ist das Schneidebrettöl, weil das der primäre Einsatzzweck war, warum ich mich dazu entschieden habe, das in den Online-Shop reinzunehmen, damit man es halt eben einfach mit den Schneidebrettern in Kombination kaufen kann, um halt eben schnell und einfach in der Küche die Schneidebretter, speziell die Stirnholzschneidebretter, wieder nachzufinishen. Ich nutze das meistens nicht aus der Flasche, weil ich das sehr, sehr oft benutze. Das bedeutet, ich habe einen eigenen Behälter, da fülle ich immer eine größere Menge rein und verteile halt eben das Öl mit einem Schwamm auf dem Holz. Da müsst ihr euch auch keine Gedanken machen, dieser Schwamm wird nicht in Flammen aufgehen. Hier sind keine Sickertiebe drin, weswegen hier keine Trocknungsprozesse gestartet werden. Das bedeutet, ihr könnt diesen Schwamm immer und immer wieder benutzen. Ich empfehle euch auch tatsächlich, einen Schwamm zu benutzen, wenn ihr das öfters einsetzt, weil ihr halt eben immer so ein bisschen Material schon im Schwamm drin habt. Könnt ein bisschen Material auf die Oberfläche aufgeben und könnt das dann einfach verreiben. Also wie gesagt, dieses Öl hier darf auch mit Lebensmitteln in Kontakt kommen, aber ich nutze es auch bei solchen Projekten wirklich sehr, sehr gerne, weil wenn man da nicht zu extrem viel Material auf die Oberfläche aufgibt, dann trocknet das oder das zieht schnell ein und man kann es halt eben schnell dann nochmal weiterverarbeiten, aufhängen, was auch immer. Wir haben nicht den Gestank in der Werkstatt. Wir haben nicht das Problem mit diesen ölgetränkten Lappen, die anfangen können zu brennen. Wir haben zwei Gebindegrößen im Onlineshop. 200 Milliliter und das hier sind 500 Milliliter. Und der Gedanke war hier auch einfach, eine einfache Möglichkeit schaffen, um Schneidebretter schnell pflegen zu können. Durch den Pumpspender sieht das Ganze auch schick aus. Man kann es ins Küchenregal reinstellen, einmal oben drauf gedrückt, das Öl auf dem Stirnholzschneidebrett verreiben. Und das war es dann auch schon. Und das ist so die Pflege, die man so zwischendurch schön abends nach dem Kochen, nachdem man es gespült hat und es getrocknet ist, dass man das einfach machen kann. Ich werde angerufen und da gehe ich jetzt einmal kurz ran. Condalo. Ich kann mir jetzt einfach die Flasche nehmen, gebe einen Klecks auf und kann das Ganze jetzt verreiben. Und das sieht doch einfach mega aus. Und das ist das, was ich meine. Einfach einen Klecks aufs Brett aufgeben, verreiben, einziehen lassen. Und dann hat man das Ganze schnell und einfach gepflegt. Das ist so der Sinn dahinter gewesen. Und ihr seht auch, das zieht sehr, sehr schnell ein. Ich habe das jetzt in dem Fall auch nicht gewässert, weil da keine Belastung irgendwie auf die Oberfläche kommt. Das heißt, das wird nicht nass oder. Das habe ich mit 180 geschliffen. Das zieht ein und ihr seht, da ist schon wirklich fast nichts mehr auf der Oberfläche. Und das ist genau für sowas mehr als ausreichend. Einmal. Oh, jetzt habe ich die endlich Schrauben geholt, die Kreuzwix hat. Alter, die Leder ist so klapprig. Hä? Schon wieder Kreuz? Alter, bin ich doof? Ja, das ist doch okay. Ja, das ist sowas von okay. Jetzt nur noch ein bisschen gerade schieben. Geiler Scheiß. So Leute, genauso hatte ich es mir tatsächlich vorgestellt. Ich bin zu dumm, Dinge an der Wand festzuschrauben. Das habe ich jetzt mal wieder festgestellt. Ist nicht meins. Deswegen schaut ihr für sowas besser andere Kanäle. Das soll es für heute gewesen sein. Sieht schick aus. Genauso habe ich es mir vorgestellt. Bis zum nächsten Video. Tschüss.